Recht herzlich willkommen zur 86. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, hier steht, wir müssen mal kurz hier was machen, damit wir da besser dastehen. So, dann haben wir die Macht auch verbraucht. Unsere Flotte hat irgendwo wieder mal verloren. Schlacht von Ärmelkanal ist vorbei. Okay, das könnte aber nur ein Schiff gewesen sein, was wir verloren haben, oder wie ist das? Wo ist das? Okay, da unten. Alles klar, dann haben wir das jetzt mal geschafft. Jetzt gehen wir mal rüber. Da hat jetzt mal was geklappt. Ist nur die Frage, wie sieht es in Neufundland aus? Die sind bestimmt komplett, weil... Ja, so sieht's aus. Die sind komplett bald, sag schon... Großbritannien und Armor besetzt. Ja. Und dann besetzen wir jetzt noch da unten. Loire. Dann läuft das schon mal, oder? Okay, ganz vorhin hat der religiösen Anführer. Was war das jetzt für ein Jingle? Klerus. Prestige möchte ich nicht verlieren. Ich möchte dann Prestige eher haben. Stabilitätseinbruch. Okay, dann muss einer gestorben sein, oder? Ein neuer König. 403. Okay, da ist nichts Berauschendes. Ist aber so. Wir können das aber erhöhen. Passt. Dann sind wir wieder bei 0. Dann machen wir auch noch 2% runter. Läuft's wieder. 10 und das hat 40. Das lassen wir erstmal so stehen. Jetzt sind wir Entscheidungen verfügbar. Okay. Großbinden hält Auflösung des Kloster bis 2. Januar. Steuereinnahmen global plus 6, Kostenstabilität. Okay. Ja, komm, zack. Mission haben wir keiner gewählt, ne? Okay. Rival eures Rivalen. Wie müssen wir denn da? Zitzau. Keine Ahnung, wo das ist. Müssen wir dann erstmal gucken, ne? Wahrscheinlich hier unten oder so. Zitzau. Machen wir das doch mal hier. Beziehungsaktion. Beziehungen verbessern, bestätigen. Dann gucken wir da nochmal rein. Wo war das jetzt? Hier. Und gucken zu, dass wir Zitzau dann auch machen. Der Rivale unseres Rivalen, okay. Gut, da sind wir schon bei jetzt. Können wir was bauen? Die Frage, was? Das bringt alle nicht so viel. Kaserne wäre schon interessant, Doc. Marktplatz. Dann haben wir noch ein bisschen, ne? Dann sind wir schon wieder 2 los. Neue Einheiten gibt es auch. Keine Ahnung welche. Belagerungsinfanterie. Zack. Schon ist es vorbei. Die gab es schon vorher. Und die auch. Ansprung auf euch. Okay. So, Häfen werden auch noch blockiert. Weiterlaufen lassen.
So, das heißt wohl auf, toll. Das heißt, unsere Leute müssen jetzt zurück. Ja, nehmen wir die Flotte. Ja, das hört dann gleich auf. Ja, jetzt hat uns das nicht so wirklich was gebracht, ne? Ja, was willst du machen? Kann ich die jetzt mal zusammenlegen? Ah, jetzt geht's erst. Okay. Alles halb so wild. Tja. Die sind alle gegen uns dann. Können wir die Franzosen nochmal angreifen? Kongo, Ferrer, Portugal sind da, aber wir haben keine Freunde, ja? Okay. Was ist denn hier mit denen hier und so? Bündnis anbieten. Ist gerade schlecht, okay. Bündnis anbieten ist auch gerade schlecht. Toll. Stehen gerade so ein bisschen schlecht da, weil wir da alleine sind, ne? Was ist denn mit den Franzosen und Bündnis? Nee. Brabant? Auch nicht wirklich, ne? Da muss man mal gucken, ne? Können wir zusammenschließen. Okay. Ja, gut, neue Nachfolger an 332. Gut. Geht nicht mehr, doch. Und Nummer 5, was ist das hier? Okay, wer möchte denn da? Okay. Münster möchte das auch, ja? Na, das braucht kein Mensch da, vergiss das. Okay. Da haben wir alles. Das war jetzt Krieg geklemmt, brauchen wir nicht. Hier ist alles im grünen Bereich. Das sieht auch nett aus hier. Da ist noch nichts weiter zu tun. Ah, hier dauert es nicht mehr lange, dann geht da was. Okay. Nehmen wir das. Das geht noch nicht. So, das haben wir ja gleich geschafft. Dann können wir das auch mal nutzen. Okay. Militärische Macht verloren. Okay.
Da steigt noch. Merkantilismus. Oh, ich glaube, das wäre besser, wenn wir das machen, ne? Die haben schon zu viel Einfluss gehabt mit 61, ne? Was können wir hier mal machen? Können wir ein paar Märkte machen. Okay, 4 Stück fehlen noch. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier holen sie noch, ne, oder? Ja. Müssen wir noch Truppenstärke kriegen, damit die wieder fit sind. Das läuft erstmal. Da stehen schon wieder zwei draußen, okay. Schauen wir die mal rüber. So. Die einen waren mal die Schiffe. Noch einer. Okay. Was machen wir jetzt hier? Kosten Großschiffe. Was denn da? Ja, komm, retten wir den armen Kerl. Kosten, oh Kosten. Wo war das? So. Die werden besser, kräftiger. Schiffe haben wir jetzt 54 da unten. Jetzt müssen wir mal gucken. 54 Schiffe sind eine Hausnummer, ne? Wie sieht's denn da drüben in Neufundland aus? Die Frage, ob das hier nicht mal rot war und ob die das Neufundländer das einfach so abgeben, ne? Okay, da haben wir den Dingens geschafft. Rekrutenreserve muss ich erholen, das ist doch mal ein Wort, ne? Da können wir hier die Ideenrobe machen. Okay, machen wir. Mehr Seeleute. Sind jetzt erstmal. Hier einen Markt gebaut. Hier gab es einen Kriegsgrund. Ne, lass mal. Ja, das ist alles gut. Noch Kriegsgrund da. Einheiten haben wir hier nicht, die haben wir alle verloren, ne? Naja, Neufundland ist gar nicht mehr so klein, ne? Aber hier oben sind nicht so die Bereiche, wo man sagen kann, das ist viel Land. Prestige? Komm, zack. Nehme ich lieber Prestige, ne? Nochmal hier, Markt. Zwei Stück noch, dann sind wir durch. Diplomat beibehalten. Können wir abbeziehen. Abziehen. Skandinavien ist riesig, ne? Segel gesetzt. Mit 56 oder 55? 56, okay. Hier auch. Und das regeneriert aber noch.
Auch noch nicht fertig, super. Ja, dann müssten wir jetzt mal gucken, was wir da machen. Anspruch fingieren vielleicht oder so, ne? Hier haben wir keinen drauf, dann schicken wir die doch mal los hier. Spionagenetzwerk aufbauen. Sieht es hier aus? Haben wir noch? Haben wir nicht, geht glaube ich auch nicht, aber da geht's, oder? Bauen wir den auch noch auf. Haben wir's. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.